fühlt sich ein bisschen seltsam an, diese fetten Viecher da im Rücken zu haben, also wenn die dir hinterherlaufen. Die unten ist die, ja gut. Da war es ja noch gar nicht, deswegen macht das Sinn, dass ich die noch nicht bekommen habe. Und Tease Note 3. I've discovered the remains of several pirates on this island. Near as I can tell, these men were marooned here. This intrigued me, so I decided to do a little more research into the matter. It turns out that an infamous pirate came ashore on this island nearly a century ago. Now if I could only find a clue as to how I can escape this island. T. Okay. Aber sind diese... Also diese Notizen von T sind auf jeden Fall optional. Ist halt die Frage, ob das später irgendwann für die Story wichtig sein wird. Also bitte nicht spoilern. Ne? Ah! Einfach diese Äffchen. Okay. Gibt's denn sonst noch irgendwas hier in diesem Gebiet? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Nee, tue ich nicht, keine Sorge. Finde ich gut. Oh, da werfen die wieder mit ihrer Scheiße. Na, hier wird das Gebiet angefangen, ne? Ja. Okay. Also, da gibt es auf jeden Fall noch Sachen zu tun. Oh, er ist voll verletzt. Also, auf jeden Fall für später ganz wichtig. Gibt es auch noch Kisten? Bei Nameless Coast. Ich guck mal, ob ich mir die auch noch holen kann. Weil man findet die Notizen ja zwangsläufig, wenn man alles erkundet. Ja, wenn man alles erkundet. Aber machen halt viele Leute wahrscheinlich, also ein paar Leute machen es bestimmt nicht. Es gibt immer so Leute, die einfach durchrushen. Und ich habe jetzt auch nicht vor, das Spiel zu 100% zu spielen, aber zumindest schon alle Gebiete erkunden. Und Schatztruhen mitnehmen und ja. Führt da mindestens eine Person ein. Ich glaube, ich weiß schon, wen du meinst. Ist wahrscheinlich, jemand, Dingens, auf dessen Discord-Server wir beide sind. Ich bin jetzt hier gerade irgendwo hingelaufen. Wo die Kiste eigentlich sich gar nicht mehr befindet. Was? Siren Weed, okay. Das ist jetzt aber, glaube ich, nichts allzu Besonderes. Ja, genau. Mach einfach ein bisschen einen Double Jump, Mann. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah, okay, so abseits des Weges. Dann passt das ja. Oh, schöne Kokosnuss. Ist immer gut. So, hier ist die Kiste. Okay. Ich hab mal Iron Ore. Das ist aber kein Double Jump. Ja, deswegen. Mobb mich nicht. Ich will den Double Jump, aber ich hab ihn nicht. Ich weiß doch. Oh Gott, ich. So, man denkt für eine halbe Sekunde nach. So, und du bist von Wölfen plötzlich umgeben. Okay, dann muss ich wieder hier zurück. Alles klar. Mm-hmm.
dann hier den Weg nehmen. Und hier kann ich mich heilen. Sehr schön. Vor allem für Edol. Bist du so ein Story-Mensch oder eher nicht? Also, wie meinst du jetzt? Meinst du, ob ich Story-Spiele mag oder ob ich bei solchen Spielen... Ob mir bei solchen Spielen eher die Story oder das Gameplay wichtig ist. Also, solange das Gameplay passt, finde ich, ist die Story jetzt nicht so mega wichtig. Aber eine schöne Story macht das Spiel natürlich um einiges mehr memorable, also erinnerungswürdiger und schöner. Aber es, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Generell Story Games. Nee. Also, ich spiele jetzt nicht so viele Games mit krasser Story. Tatsächlich. Also eigentlich nur Xenoblade, OS 8 jetzt halt hier. Und, ich bin doch schon hier. Achso, ich muss hier wahrscheinlich rein. Xenoblade, OS 8, Final Fantasy habe ich ein bisschen gespielt. Ja. Sonst eigentlich fällt mir nichts ein. Also es gibt Spiele, wo ich persönlich auch sagen würde, dass die eine interessante, krasse Story haben. Zum Beispiel Dead Space. Oder... auch Zelda, wenn man so von der Timeline... Also wenn man alle Spiele irgendwie als Ganzes sieht. Aber sonst, ja. So, wo ist denn hier die Kiste? Ach, hier. So ganz versteckt. Blade Ring. Was ist das denn Schönes? Wiggins One Competencing Strength plus 10. Gebe ich, glaube ich, mal Edol. Weil dieses gegen Paralyse bringt gerade eh nichts. So, aber sonst... Moment, muss ich mal gucken hier. Okay, sonst gibt es hier keine Kisten mehr in dem Gebiet. Okay, dann... World Map. Wo gehe ich dann als nächstes hin? Eventuell hier? Underground Water... Achso. Achso, okay. Ja, gut, das... geht natürlich noch nicht. Und hier Roaring Seashore. Also wenn dann eher sowas, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da hinkomme. Also hier... das Ding hier, keine Ahnung, steht nicht dabei. So, oha, so ganz viele Sachen auf einen Haufen. Ist aber nicht allzu weit. Da gehe ich, glaube ich, noch hin und dann mache ich erstmal Schluss. Die Dings, die Stiefel für den Sumpf müsste ich eh noch ausgerüstet haben. Ja. Oh, warte mal. Ah ne, passt schon. Ist alles gut. Ah, ich kann mir wieder die Mango holen, das ist schön. Hast du schon auf dem Berg? Nee, nee. Also wenn du den schon da meinst, nee. Warte mal, wie habe ich das gemacht? Ohne dass sie... Ah, okay. Ja, so geht's auch natürlich. Einfach nah genug an den Baum. Ja, auf dem Gendarm war ich noch nicht. Ich werde jetzt erstmal hier... bisschen... optionalen Stuff machen. Also Sidequests und so weiter. Und Gebiete erkunden. Warte, ich bin hier aber gerade falsch, oder? Ja. Oh mein Gott. Ach so. Ah, ups. Aber da sollst du jetzt hin.
Ja, aber ich mache jetzt erstmal optionalen Stuff. Ah, okay, das macht Sinn. Warte mal, ich muss doch irgendwie dieses Insect Repellent irgendwo herbekommen aus dem Dorf oder so. Weil das gibt's doch nicht, dass ich da nicht weiterkomme. Von dir? Ah, okay. Ja. Also die Bohnen habe ich ein bisschen wenig. Ja, kannst du. Okay. Ja, okay. Hol ich mir. Sag erstmal zwei Stück. Und dann gehe ich wieder hin. Not done yet. Ah, das erinnert mich gerade an. Not done yet, wer sagt das? In Smash irgendwer? Irgendein Charakter? Not done. Ich glaube, Chrom sagt das. Ganze Zeit. Oder? Ich glaube schon. Müsste Chrom sein. So, ist das hier dabei? Ah, okay. So, verpisst euch. Ah, schön viel Honig. Oh. Schönes Gebiet, aber ist das alles? Wieder so eine schöne Blumenwiese. Field of Medicinal Herbs. Kiste ist auch da. Keine Ahnung, bin ich so der Smasher. Och, wieso denn nicht? Okay, das werden aber hier. Also hier kann man sich immer, ja, halt diese für Medizin brauchbaren Kräuter holen. Und Fairy Manual gibt's ja auch. Und hier noch eine Mango, wenn ich da rankomme. Geht aber anscheinend nicht ohne Double Jump. Nee. Also wenn er sich, es wird vielleicht gehen, wenn er sich nicht zu Mango dreht. Oder? Nee, okay. Dann halt nicht, dann halt nicht. Ich weiß, es war jetzt voll die Kasse. Line, einfach zweimal das gleiche gesungen. Okay, dann ging das ja ziemlich schnell hier. Ich dachte, die Spinne-Attack von Edeline. Nee. Also ich kann die anderen auch noch versuchen. Ah, die. Achso, die meinst du wahrscheinlich, ja. Okay, Dankeschön. Ich habe doch gar nicht so dran gedacht, Skills außerhalb von Kämpfen zu benutzen. Für sowas halt, zum Beispiel. Werde ich in Zukunft dran denken. So, hier unten gibt es noch was. Und hier halt ganz, ganz viel, aber da weiß ich wirklich nicht, ob ich da hinkomme. Oder hier oben und hier oben und hier geht's dann weiter. Ja, ich gehe mal hier zu dem Camp und mach dann da was Schluss für heute. Also nächstes Mal dann werde ich hier auf jeden Fall hingehen zuerst. Dann werde ich hier gucken, ob ich da hinkomme. Und ja, hier vielleicht. Und da oben, damit das alles, soweit es halt geht, abgeschlossen wird. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen an die YouTube-Zuschauer schon mal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.